Da sind wir zurück bei GTA 4 und es geht direkt weiter mit den Auftraggeber-Missionen. Migration Control. Natürlich. Wer könnte das denn besser als wir? Wir illegale Einwanderer. Alright, man. You got any work for me? I have a client with a problem. You'll get your normal rate to assist them with it. Go to Alderney City. The target you require is on top of the Booth Tunnel. Okay. Ich bin allein schon froh über die schutzsichere Weste, die ich jetzt bekommen werde. Und? Ein Raketenwerfer? Panzerfaust? Wie auch immer man das nennen will. Ach, zwei Schuss, aber leider nur. Okay, das kann witzig werden. Solange ich nicht auf einen Helikopter schießen muss wie Little Jacob. Obwohl, der hat es ja ziemlich schnell geschafft. Ich hätte wahrscheinlich 2 Stunden gebraucht. Fenster aufschlagen, sicher, sicher. Okay. Die Kurve bekommen, wenn es geht. Ach, passt. Zählt. Der Hubschrauber-Landeplatz befindet sich überhalb der Einfahrt zum Buch. What? Oh Gott, das Scheißding ist... Okay. Ich glaube, die Mission müssen wir mal von vorne starten, ne? Ja, 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 die Mission sollte jetzt von vorne starten. Okay, als erstes zum Dingens, zum Ammo, Ammunition, obwohl so heißt es ja gar nicht mehr, zum Waffengeschäft, wenn man es so nennen will. Ich werde mir eine Sniper auf jeden Fall besorgen müssen. Diesmal werde ich hoffentlich besser zielen. Okay, okay, Sniper. Und welche davon ist besser? Oh, Combat-Präzisionsgewehr. So. M4. Entschuldigung, ich meine natürlich den Karabiner. Da sind wir auch gen 0 gegangen. Und das dürfte reichen. Oh. Wait, wohin laufe ich denn? Geht doch. Ja, ja, ich stay immer safe. Wie man gesehen hat. Ach, das ist jetzt der Merit. Okay. Ich dachte, das wäre auch der Präsident. Migration Control. Ich weiß nicht, was das mit Migration zu tun hat, aber okay.
Okay, das kennen wir ja schon. Ich wechsle direkt auf die Sniper. Jetzt weiß ich wenigstens auch genau, wo ich hinfahren soll. Oh, wieder das Ei, schicke, dicke, dai, dicke, dai, dai. Fuck, ich sehe die nicht von hier. Och. Gott sei Dank. It's done, brother. Righteous. I'll get our payment. Contact me on the outside line for more jobs. Er hat jetzt nicht gedacht, dass ich den noch treffe, aber irgendwie habe ich ihn noch getroffen. Und wieder zurück zum Auftraggeber, denn die Polizei will irgendwie nichts von uns. Moment, wann müsste ich denn hier jetzt rechts abbiegen? Ich glaube, ich bin eine. Nee, bin ich nicht. Fahre ich einmal ohne GPS? Hook, Line and Sinker. Haken, Linie und Verspecken? Mal gucken. Man, you got any work for me? I have a client with a problem. You'll get your normal rate to assist them with it. The target you're after is on a boat at the northern mouth of the West River. Take it out. Okay, hört sich noch eine Sniper-Mission an. Außer ich muss mit dem Boot dorthin. Weste und SMG. Upsi. Hört sich doch nicht nach Sniper-Mission an. Whoop! To make it whoopee! Okay. Und immer noch Werbung. Wie viel der Wagen noch ausrennt. Na gut, sollen wir jetzt aufs Wasser raus selbst oder nicht? Das ist die Frage. Wir haben ja schon mal ein Boot gesteuert bei der ersten oder zweiten Mission von Patty McCreary, Patty McCreary. Den wir bei Elisabetta gesehen haben als erstes. Chinatown? Nee. Oioioioi. Nee, essen brauche ich nix. Oh, der Wagen. City Cryogenics, you'll be placed
Ja, wahrscheinlich indem ich das Boot nehme. Finde einen Weg, um an die Zielperson zu kommen. Ein schöner Anzug. Okay, könntest du dich bitte ans Steuer setzen, Nico? Muss ich E drücken? F? Was? F? 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 Na, geht doch. Ich kann aus dem Ding schießen, das ist gut. Wahrscheinlich direkt vor uns. Wieso fährt er denn direkt weg? Wieso? Ich hatte noch gar nichts gemacht. Ich könnte eine ganz normale Person sein. Wo habe ich geparkt? The kids are in bed and the dishes are done. The client will be pleased to hear that. If you want more files, you can reach me on the outside line. Okay, aber wo habe ich denn jetzt geparkt? Ach nee, mein Wagen ist weg. Mein schöner, schöner Wagen ist weg. Meh. Okay, wieder zurück zum Auftraggeber. Ich habe gerade nicht mal zugehört, was der gesagt hat am Telefon. Jo, Joggen angesagt. Mein schönes Auto, mein schöner Merit. Das ist ja alles nicht das Wasser, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte mich sehr gewundert, wenn der Wagen jetzt eine Alarmanlage hätte. Der Primo. Was ist das denn für ein Sender? Den Wagen will ich. Jetzt gerade nicht. Tut mir leid, Dwayne, aber ich will den Wagen haben. So, Pimp 600. Ach ja, ist doch schön, mal einen Beifahrer zu haben. Natürlich, hier gibt es Polizei in der gut besiedelten Gegend. Ach so. Wir haben sogar eine Geißel dabei diesmal. Schön. Ups. Okay, mal gucken, wie lange der noch sitzen bleibt. Schaffen wir es bis zum Telefonautomat, nennt man das trotzdem Telefonzelle? Bis zum Telefonding? Ach, sieht's gut aus. Schrei so viel du willst, hier kann dich niemand hören. Nein, knapp. Bailing out for good.
Alright, man. You got any work for me? I have a client with a problem. You'll get your normal rate to assist them with it. There's some heat on this one. The target is at the police station in Leftwood. Okay. Schutzsichere Weste brauche ich nicht und Karabiner. Perfekt. Dann suche ich mal direkt die Waffe aus. Die Geisel ist weggelaufen. Schade. Aber ich habe mal einen geilen Pimpwagen. Der hat auch ein relativ gutes Handling, finde ich. Nicht so gut wie der Turismo, aber besser als die meisten anderen. Da ist doch mein Rot. Ups. Okay, also Polizeiviertel, aber nicht im Polizeigebäude jetzt, oder? Das war ein bisschen hart. Habe ich ihn erwischt? Stay away from me. Ei! Ei! Okay. Oh, das war's. Okay. Wo fahre ich denn als nächstes hin? Paint Spray? Ich meine, aktuell hat keiner von denen Blickkontakt zu mir und ich kann den Wagen nicht passieren. Das wäre eine Win-Win-Situation für mich. Ach da. Früher war das offensichtlicher, wo man rein muss. Nach dieser Farbe werden sie nicht suchen. Okidoki, damit hätten wir die Auftraggebermissionen anscheinend abgeschlossen. Ich sehe zumindest das Symbol nicht mehr. Ja, dann geht's demnächst wieder weiter mit den anderen Missionen. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.